Leute, was geht ab? Und zwar Stadi Bunny wird heute zum besten Zauberer der Welt. Und zwar wir werden heute zum Zauberer-Profi, Leute. Wir haben hier nämlich Special-Fähigkeiten am Start. Und wir können richtig krass leveln und können halt ein richtig großer Zauberer werden, Freunde. Und dafür müssen wir einige Aufgaben erfüllen. Das ist nämlich der Zaubersimulator. Und nein, ich will die Quest natürlich nicht abbrechen. Wir müssen jetzt hier so eine Dummies angreifen. Hier, so eine Dullies hier. Komm, greif den hier an. Greif den an. Ja, hallo, hallo, hallo. Achso, ich muss den angreifen, Leute. Oh, zack, Zauber. Links, ey, Leute, ich sag euch ehrlich, man kann nachher später, guckt euch das an, wie das abgeht hier. Wir haben halt verschiedene Zauberfähigkeiten, die wir machen können. Und das sind gerade mal halt die, ihr seht schon, die Zauberfähigkeiten sind halt sehr schlecht, ne, die wir haben. Aber es gibt nachher so eine kranken Zauberfähigkeiten, davon habt ihr geträumt. Und es gibt in jeder Welt einen neuen Boss. Okay, wir müssen jetzt hier erstmal hier nach und nach die Leute hier. Guck mal hier, zack. Ich kann natürlich auch von ein bisschen weiter angreifen. Und nimm die hier, ey. Das sind halt erstmal gerade noch die Trainingsdummies. Das sind halt echt die Noobs. Ich muss jetzt hier erstmal das erste Tutorial freischalten, dass wir hier quasi dann serious genommen werden. Ist das hier ein Boss oder was? Was bist du denn hier für einer? Hallo? Hey, sieht ja voll heftig aus. Bald an Halloween. Also es gibt hier an Halloween dann scheint irgendwas Heftiges. Was? Ich habe keinen Mana mehr. Oha. Okay, ich möchte das auffüllen. Ach so, man muss seinen Mana immer auffüllen in so einem Becken hier. Und dieses Mana, guck mal hier, die sind schon ein bisschen stärker. Das ist so Noob. Ha, aber Bro, die machen wir ja auch One-Hit. Das ist ja voll gar kein Problem. Ey, der hatte schon gerade richtig heftige Dings gehabt. So, zack. Boom. Und einmal den Zauber hier. Boom. Und wir haben die Quest erfüllt. Sehr gut. Jetzt können wir schnell zurückrennen. Warte mal, den hau ich hier nebenbei noch einen auf den Zopf. Zack. Auf Wiedersehen. Nimm das hier, Stani Bunny zaubert. Und ich sag euch, wir werden heute den riesen Feuerball freischalten, der wohl ganz Roblox zerstören soll. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen wird, aber wir werden neue Zauberstäbe uns kaufen und werden dann sowas von stark. Ich sag euch, schnallt euch besser an. Und hier können wir uns sogar Zaubertiere holen. Was? Guck mal, ich mach jetzt mal. Ach nee! Oh mein Gott. Oh, das sind die. Guckt euch das an, wie cool das ist. Hier gibt es einfach Zauberstäbe mit extra Funktionen dann wahrscheinlich. Mhm. Okay, den rüsten wir jetzt mal aus. Boah, der sieht auch schon viel, viel cooler aus. Und guck mal, es gibt... Oh, es gibt sogar einen legendären Zauberstab. Was? Guck mal, wie geil der aussieht. Oh, ey, wir holen uns auf jeden Fall einen legendären Zauberstab. Das sage ich euch so, wie es ist. Das, so, also werden wir auf jeden Fall machen. Und hier können wir uns dann nach und nach also neue Zauber freischalten. Finde ich sehr interessant. Guck mal, es gibt auch hier so einen Zauber, aber wie kann ich den denn auswählen hier? Ah, jetzt haben wir zwei verschiedene Zauber. Und zwar einmal hier so eine... Oh, so ein Blitzschlag. Ey, wie stark war der Blitzschlag denn bitte gewesen? Wir haben den einfach one-hit gemacht, die Typen. Zack, boom. Also der Blitzschlag ist... Ah, okay, ich muss wieder das Mana auffüllen. Also das ist halt echt am schwer. Mana und Gesundheit. Weil es gibt natürlich auch Gegner, die uns dann hier angreifen. Zack, hier, das Mana wurde wieder aufgefüllt. Und jetzt werde ich mal die Noobs angreifen. Aber Stani Bunny, oh, guck mal hier, der hält schon ein bisschen mehr aus, der Noob hier. Oh, er hält schon einige Fähigkeiten aus, aber warte ab, hier kommt nochmal ein Zauber hier. Und nochmal der Blitzeinschlag und das war's mit dem Noob. Also, oh, aber der bringt halt extrem viel. Wir sind jetzt schon auf Level 3. Holy moly, ich brauche ein bisschen mehr Mana. Oh, ich muss wieder zurück. Kann man hier nicht irgendwie... Man kann wahrscheinlich auch seine Mana-Kraft erhöhen, dass man unendlich Mana hat. Ich glaube, das wäre eigentlich eine gute Robux-Investition. Weil dann könnten wir hier die ganze Zeit die Paulberger angreifen. Oben hier nochmal schön. Oh, ich bin gespannt, was wir nachher für Zauber freischalten. So, aus dem Weg, du Noob. Da, Zauber freigeschaltet. Einen neuen Zauber. Okay, warte mal, der macht Damage. Ah, der macht 30 Damage und der macht 60 Damage. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Zauber? Ich guck mal, Leute, seid gespannt. Hier. Oh, wow, wow. Wow, was war das denn? Was ist das denn? Was war das denn für ein starker Zauber gerade gewesen? Ich glaube, ich drehe durch. Und oh Gott. Leute, guckt euch das an. Es gibt ein OP-Zauberstab. Wenn ihr hier richtig durchdreht mit Likes und alles, dann könnten wir uns den theoretisch holen. Das wäre eigentlich ganz nice. Wir könnten uns auch, oh, unendlich Mana holen. Das kostet 799 Robux, aber das werden wir machen. Dann können wir die ganze Zeit durchzaubern. Das wird super, sowas von stark. Die ganze Zeit durchzaubern. Oh! Was war das gerade? Oh, guck mal, ich kann jetzt die ganze Zeit hier zaubern. Und der ist gleich weg. Der Noob ist weg. Guckt euch das an. Boom! Auf den nächsten hier. Direkt, zack. Double Attack wieder. Zwei Zauber ausgewählt. Und auf Wiedersehen. Jetzt kommt hier. Ja, das wollen wir gar nichts mehr machen.
die sind eigentlich so schon sehr, sehr stark, aber wir gehen halt gleich weiter in die nächste Welt. Und dann wird es da schon ein bisschen anders aussehen. Und guckt mal hier, wir haben jetzt schon 1600 Coins. Das heißt, es gibt... Oh, hier müssen wir rüber. Zack, zack, zack. Oh, hier gibt es sogar einen Boss. Oh mein Gott, der alte Mann greift uns auch an. Wow. Ey, Leute, wir müssen... Oh Gott, der ist gar nicht so schlecht. Ey, wir müssen ausweichen hier. Der macht übelst viel Damage. Gottes Willen. Wow. Oh, schnell angreifen hier. Mal einen dicken Zauber rauf. Und da gibt es einen Boss. Und wenn wir den Boss schaffen, kommen wir in die nächste Zone. Das ist ganz nice. Hier nochmal einen dicken Angriff. Zack, zack, zack. Okay. Der, ja, alter Mann. Zack, damit hat der alte Mann wohl nicht gerechnet. Dieser ist Level 4 aufgestiegen. Du bist der Nächste. Zack. Boah, wir haben echt gut Geld gemacht. Ich glaube, ich hole mir gleich auch doppelte Münzen. Weil ich glaube, um so einen legendären Zauberstab zu bekommen, müssen wir schon einmal... Oder wir holen uns übelst viel Luck. Das wäre auch möglich. So, zack, zack, zack. So, nimm das hier, Bösewicht. Zack, zack, zack. Boom, alter Mann. Damit hast du nicht gerechnet. Wir gucken mal in den Shop rein. Ich will hier nämlich ein krasser Zauberer werden. Und da holen wir uns jetzt... Boah, das ist hier alles extrem teuer. Es kostet richtig viel Robux. Doppelte Münzen holen wir uns erstmal. Ich glaube, das ist ganz geil. Und Glück können wir uns auch holen. Was bringt VIP? Ich glaube, VIP bringt gar nicht so viel, ne? Multipler, okay, nochmal extra Münzen bringt VIP. Ich kaufe das mal einfach auch dazu. Wir haben jetzt schon wieder über 1000 Robux ausgegeben. Super duper. Der Simulator gerade mal angefangen, aber naja, was soll's. Dafür kriegen wir jetzt richtig... Ich bin gespannt, was es gleich gibt hier. So, der alte Mann hier. Du kannst nicht gegen mich zaubern. Ich werde alles ausweichen. Zack. Boom. Und Zauberstab des Erdballwerfers. Boom. Und nochmal ein Zauber. Und das war's. Schön Blitzschlag hier. Was? Oh. Nein. Nein, 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 nein. Alter, Leute. Oh mein Gott. Ich habe ein... Oh. Für VIP gibt's sogar einen extra Zauberstab. Wie krank sieht der bitte aus? Wie krank ist der? Ich bin mal gespannt, wie stark der ist auch. Na, rauf da. Oh, okay, okay. Ja, es ist nicht übelst overpowered, muss man sagen. Aber er ist auch nicht übelst schlecht, ne? Zack, schön geschafft hier. Locker. So, und hier Level 10 Boss, Leute. Ah, wir müssen Level 10 sein, um den Boss zu machen. Guck mal, der hier. Ey, geh doch nicht auf meinen, der hab ich mir ausgesucht hier. Das war mein Gegner. So, schnell, hier, zack. Wow, wow, er hat mich getroffen. Oh, guck mal hier, wie der guckt hier. Ich hab einen geilen Zauberstab, wa? Da guckst du. So einen coolen Zauberstab hast du sicherlich nicht. Oder ja, das sehe ich ja, dass er den nicht hat. So, zack, hier doppelt an. Oh, ich bin so gut, Level 6 jetzt mittlerweile schon. Wir können uns gleich den Boss holen. Oh, einmal hier. Ich spare jetzt die ganze Zeit die Münzen halt zusammen. Dass wir uns gleich, neu, können wir uns auch... Ich frage mich, wo man die neuen Zauber herbekommt. Wo kann man neue Zauber bekommen? Ist das zufällig pro Level? Doppelt XP kann man sogar sich holen. Was? Ich will Doppelt XP mir holen. Hallo. Warte mal, müssen wir dafür in den Shop gehen? Haben wir das schon geholt? Doppelt XP? Nee, ne? Zack, Doppelt XP gibt's auch. Wichtig und richtig. Und, oh, ich sehe gerade auch, man kann sich drei Zauber auswählen. Dreifacher Zauberkessel. Dann können wir drei Zauber insgesamt ausrüsten und casten. Das ist ganz nice. Könnte man auch machen. Werde ich auch noch machen. Level 7 direkt. Zack. Boom, nimm das. Aber bevor wir gleich zum Boss gehen, würde ich sagen, holen wir uns noch einen neuen Zauberstab. Weil ich glaube, der VIP ist schon gut, aber er ist nicht so krank. Oh, nimm das, alter Mann. Zack. Einmal auf die rüber hast du hier den... Oh, Level 8 sind wir jetzt schon. Ey, wir machen jetzt jeden zweiten Gegner, leveln wir jetzt auf. Bro, das geht ja ratzbatz. Wir haben auch richtig viel Leben dazu bekommen. Und es gibt hier auch Süßigkeiten. Ich bin mal gespannt, was wir uns gleich für Pets holen können. So, alter Mann, nimm das hier. Ausweichen. Ach, können die auch hauen so mit dem Zauberstab? Guck mal hier. Nee, das geht nicht, glaube ich. Level 9. Zack, zack, zack. Angriff. Guck mal, ob die hauen können. Nee, hauen können die nicht. Okay, wir können nur Zauber machen. Das ist ja auch logisch, Leute. So Magier, wie wir es sind, die machen ja auch nicht irgendwie, die Leute... Oh, was hat der denn für einen Zauberstab da, Leute? Der sieht auch nice aus, muss man sagen. Guck mal, oh, krass. Okay. Level 10 erreicht. Und das heißt, wir holen uns... Wir haben einen neuen Zauber bekommen. Heiler.
Ey, ich sag euch ehrlich, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen uns jetzt den dreifachen Zauberkessel und damit müssten wir jetzt... Nee, wartet mal. Ach, nein. Ich dachte, wir haben... Ach, das war das Falsche. Ach, nee. Ich wollte mir einfach einen extra Zauberplatz holen. Doppelte Münzen gibt's, haben wir sogar einmal noch. Schade. Ich dachte, man kann sich hier... Das ist nur, dass man dreifach öffnen kann. Ja, gut, okay, kann man machen. Muss man aber nicht. Boah, ich hole mir jetzt Lack, Leute. Ich hole mir jetzt nochmal Lack. 20.000 Robux haben wir schon ausgegeben. Vorbei, vorbei. Es gibt sogar ein YouTuber-Ei. Wie krank ist das denn? So, nochmal hier Lack. 899 Robux nochmal. Oh, Bro, was? 899 Robux. Ich glaube, mir wird schwindelig. Holen wir uns natürlich auch hier. Viermal Lack, einmal. Und oh Gott, Leute, ich will mir das hier holen. Ey, ich will mir den legendären hier holen. Das kostet 15.000. Oh, 15.000, okay, dafür müssen wir nochmal schnell zwei ausschalten, weil ich habe 14.800. Und ich glaube, es lohnt sich eher auf die... Warte mal, wir können ja auch noch eine Quest machen, oder? Können wir noch eine Quest machen? So, gucken, was er sagt hier. Ah, Trainingsdummies. Und dafür kriegen wir nochmal 2.000 Münzen? Hä? Wow, wie OP ist das denn? Guck mal hier. Zack, One-Hit. Ja, wir müssen jetzt einfach 10 Trainingsdummies besiegen. Und dann kriegen wir... Oh mein Gott, dann kriegen wir nochmal 2.000 Münzen extra oben rauf. Dann können wir uns vielleicht noch was Seltenes holen. Schade, dass es hier keinen Magnet gibt. Das wäre eigentlich noch ganz gut. So, Trainingsdummy hier. Ey, ich hätte die Quest direkt zuerst sehen sollen. So, einmal rauf hier, greif ihn an. Zack, boom. Okay, der eine... Das eine dauert immer ein bisschen länger. Der ist hier kurz. Guck mal hier. Ich wollte auf jeden nur einen Angriff machen. So, zack. Der kriegt hier einen Angriff. Boom. Und jetzt haben wir schon 8 ausgeschaltet. 2 Stück brauchen wir noch. Machen wir einmal den hier. Und einmal den hier. Jetzt können wir eigentlich schon zurücklaufen. Hier nehmen wir noch die schönen Sachen ein. So, Map abgeschlossen. Wir haben jetzt 17.000. Und wir sind sogar gleich Level 11. Hat der noch eine Quest für mich? Warte mal. Besiege 5 Noobs. Ey, der hat. Ey, wir hätten die Quest eigentlich schon vorher machen müssen. Ihr seht's, Freunde, jetzt kriegen wir jedes Mal dafür 2.000 Münzen. Und das nächste Eck kostet 50.000. Also passt das ganz gut. Drückt mir die Daumen, dass wir einen legendären Stab bekommen. Bitte, bitte, bitte. Oh. Selten. Ah, okay. Man muss sagen, der seltene. Der ist aber nicht sehr krasser als unser VIP-Stab. Also von daher lohnt sich das noch nicht so ganz. Nee, okay, Leute. Wir werden jetzt zum Boss gehen. Und ich bin mal gespannt, was der Boss drauf hat. Ob er gegen Zauberer Stani überhaupt durchhält. Nebenbei werden wir jetzt schon noch 5 Noobs killen. Dann holen wir uns auch nochmal hier schnell die 2000er Belohnung ab. So, guck mal, hier ist ein Noob. Der kriegt einen Zauber rauf. Boom, das ist ein Noob. Der kriegt einen Zauber rauf. Boom, hier ist ein Noob. Direkt, guck mal hier. Ich nehme die alle parallel auseinander. Ey, das ist so nice. Wir sind so stark schon. Und wir haben jetzt 5 Noobs ausgeschaltet. Nebenbei. Im Vorbeigehen. Und wir haben dadurch noch einen Boost erhalten. Ich muss die Boost mal ausrüsten. Und zwar zack, hier einmal ein Boost. Doppelter Schadenboost. Oh, Gottes Willen. Wir haben jetzt sogar doppelten Schaden bekommen. Ich glaube, oh, guck mal, wir machen den One-Hit sogar schon. Was? So stark? Oh, wir müssen jetzt gegen den Golem kämpfen. Bro, also ich sag euch ehrlich, ich glaube, der erste Boss, der Golem, wird für Zaubermeister Stani kein Problem sein. Ja, ich will kämpfen. Ich will kämpfen und dann will ich in die nächste Welt rein. Ah, wo ist der Boss? Wir werden teleportiert. Okay, Leute. Da ist der Boss, Leute. 2000 Leben hat der. Angriff, doppelten Zauber. Wow, okay, wir müssen ausweichen. Rüberspringen, zack, geschafft. So, oh, ja, wir machen... Oh, guck mal meinen Schaden an. Freunde, jetzt doppelten Angriff gemacht. Zack. Boah, das wird ihn jetzt richtig zusetzen. Nochmal Angriff. Und das war's mit ihm. Wow, rüberspringen. Oh, hat gut Damage gemacht. Wir haben schon, ja, Dings 80 Leben verloren, aber kein Problem. Haben wir locker ausgeschaltet. Und wir haben einen neuen Zauber freigeschaltet. Ey, der Boss ist ja schon wieder da. Theoretisch könnten wir den direkt nochmal machen. Der ist ja voll einfach. Oh, guck mal, wir müssen einfach da nur rüberspringen, wenn diese Welle da kommt. Oh, boom, nimm das hier. Ey, ja, mit unserem Zauberstab nehmen wir den halt extra hoch, ne? Nochmal einmal raufzaubern und das war's. Doppelt Zauber wieder rauf. Tschüssi, Bossi. Rüberspringen. Auf Wiedersehen.
Guck mal, Level 12 und hier ist ein neues Portal, hä? Was war denn das für ein Portal? Wo kommen wir jetzt hin? Jetzt bin ich gespannt, sind wir jetzt in der nächsten Welt? Ja. Wir sind in der nächsten Welt und wir können uns hier sogar upgraden. Was ist das denn? Upgraden. Mehr Münzen. Mehr Schaden, mehr Münzen. Okay, hier kann man sich noch upgraden für Diamanten. Das ist ja cool gemacht. Und hier gibt es sogar neue Quests. Die müssen wir direkt machen. Wir haben nicht gesehen. Oh Gott, besiege 5 Noob-Zauberer. Guck mal hier. Bro, diese Noob-Zauberer wäre ich ab. Wir müssen gleich mal gucken, welchen neuen Zauber wir bekommen haben. Ich habe ja einen neuen Zauber. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Wir gucken mal rein. Und zwar, Leute, der macht was? Was? Der macht 600 Damage. 600 Damage. Das ist... Guckt euch das an. Der macht den One-Hit mit dem Zauber. Guckt euch das an. Was? Wie stark ist der Zauber? Also, eigentlich bräuchten wir nur noch den einen Zauber hier, diesen Tornado. Wir brauchen eigentlich nur noch mit Tornado rumrennen. Das ist die Meta. So, hier, den mache ich mit Tornado, mit den und den mache ich mit Tornado. Und den mache ich dann gleich wieder mit Erde anwerfen. Ich kann hier parallel einfach zwei angreifen. Ah, die machen zwar hier ein bisschen Action zurück, aber interessiert nicht. So, jetzt haben wir nochmal einen Booster halten. Und wir haben die Quest auch abgeschlossen. Es gibt hier sogar... Es gibt sogar einen Hexenbesen, mit dem wir rumfliegen können. Hey, habe ich gar nicht gesehen. Haben wir den, weil wir VIP sind? Okay, wir müssen jetzt nochmal 10 Loop-Zauberer eliminieren. Einmal der ist One-Hit. Dann kommt das auf den hier. So. Okay, du kriegst hier nochmal den Angriff einmal ab. Nimm das. Du kriegst den hier. Boom. Hier parallel schalten wir die alle aus. Und wie viel... Oh, wir können uns gleich was holen für 50.000. Das ist sehr, sehr gut. Wir können uns gleich 9 Zauberdings holen. Ach, das war nicht gut gewesen. Ich hätte einen anderen Skill wählen sollen. Wir können uns gleich einen neuen Zauberstab holen. Ah, schön. Ich bin gespannt, wer der nächste Boss ist. Ich glaube, der nächste Boss wird schon ein bisschen schwieriger werden. Das war's gleich hier. Komm, 8.000. Oh, wir kriegen danach sogar einen neuen Zauber für die Quest. Okay, das ist nice. Das hätte ich mal vorher wissen müssen, dass man für Quests auch neue Zauber bekommt. Oh, das ist wichtig und richtig. Hier noch schnell die Münzen mitnehmen. Zack. Dann nochmal das auf dich hier. Auf Wiedersehen. Und du kriegst den hier ab. Den Tornado. Und wir haben gleich die Quest erfüllt. Das ist unser letzter Gegner hier, der hier. Schon einsammeln alles. Und du kriegst nochmal einen Stein auf den Kopf. Auf deinen Zauberkopf kriegst du nochmal einen Stein rauf. Zack. So, oh, wir haben sogar Schild bekommen. Ein Schildboost. Und Schild. Okay, wir können uns doch zusätzlich ein Schild zaubern. Aber ich weiß nicht, Freunde, wir sind aktuell noch so stark, dass wir jetzt eigentlich kein Schild brauchen. Aber sollen wir Herbstkessel? Oh, was ist das denn? Was ist das denn hier? Leute, es gibt hier einfach einen mythischen Zauberstab. Ey, ich hol mir... keine Ahnung, ich glaube, das sind Pets oder so. Selten, schlauer Clown. Okay, schlauer Clown. Wo ist der? Wo ist der schlaue Clown? Gefährten. Oh, der macht doch mehr... guck mal, das ist so ein Pet. Das ist ja voll geil. So ein Gruselclown haben wir jetzt einfach als Pet. Ey, das ist ja voll nice. Hallo, Herr Gruselclown. Und durch den haben wir ein bisschen mehr Gesundheit. Und kriegen wir... Was kriegen wir noch durch den? Also wir kriegen mehr Mana und Gesundheit durch ihn. Aber da wir eh schon maximal Mana haben, ist das eh egal. Und hier müssen wir jetzt diese Farmer ausschalten. Die sind schon deutlich stärker. Und wenn wir die Farmer ausschalten, dann kriegen wir nochmal... Ey, guck mal, ich habe den One-Hit wieder gemacht. Das ist doch nicht mehr normal. Ich brauche eigentlich hier... Ich brauche nur diesen Tornado noch einsetzen. Guck mal, der Zauber hier, der macht gar nichts mehr. Also ich brauche unbedingt einen neuen Zauber. Den neuen Angriffszauber. Die anderen kann ich gar nicht mehr einsetzen hier. Und ich denke, ab Level 20 werden wir dann auch wieder den Boss angreifen können. So, Noob-Farmer hier. Ich mache aber gleich einen neuen Zauberstab auf. Weil die bringen richtig Coins. Und ich mache mal alle Dings hier ausrüsten. So,
So, doppelte Edelsteine kann man auch bekommen. Okay, wir holen uns jetzt mal die ganzen Boosts hier. Also, wir holen uns jetzt hier doppelte Gesundheit. Obwohl wir es eigentlich, glaube ich, nicht brauchen. Sonderlich. Doppelte Gesundheit einmal anwenden. Dann holen wir uns doppelte Edelsteine. So, anwenden. Doppelter Schaden haben wir schon. Dann holen wir uns noch hier doppelte Edelsteine. Oh Gott, ich glaube, dann haben wir gleich alles aus dem Shop leer gekauft, ne? 20.000 Robux gefühlt wieder. Ich weiß nicht, wie viel Robux waren es. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, Freunde. Ich habe letztes Mal geguckt, wie viel Robux ich insgesamt für die Videos ausgegeben habe. Das waren über 500.000 Robux gewesen. Also es müssten um die 5.000, 6.000 Euro gewesen sein, die ich ausgegeben habe für die ganzen Spiele, die wir gezockt haben. Das ist echt krass, ne? Deswegen, Leute, macht das bloß nicht zu Hause. Könnt ihr hier bei mir zugucken, wie ich die Robux ausgebe. Aber selber macht es halt echt keinen Sinn, die auszugeben. So, wir haben 77.000 Coins. Ich will noch mal. Komm, wir gehen auf 100.000 Coins. Dann können wir zweimal die Kiste aufmachen für den neuen Zauberstab. Was gibt's im Shop hier? Achso, wir haben wahrscheinlich wieder einen neuen Booster erhalten irgendwie. Okay. Hier auch nochmal einen neuen Boost. Den nochmal. Ich muss aber gleich die neue Quest noch auswählen. Dann können wir hier den Besen auf den Besen reiten. Kann ich auch die ganze Zeit auf den Besen reiten? Hallo, Stadi Bunny, der Besenreiter ist hier. So, was hat der hier für eine Quest noch für mich? Jetzt müssen wir 10 Farmer besiegen. Okay, Freunde, drückt mir die Daumen. Der mythische Zauberstab für... Ach, wir haben selten bekommen. 20%, nicht sonderlich clever. Legendär, legendär, legendär. Och nein, Mann. Oh, aber der ist deutlich besser. Alter, wie krass der aussieht. Der ist deutlich besser als der VIP-Zauberstab. Das ist krass. Der macht 150 Schaden. So, ich werde jetzt mal hier den hier. Ah, okay, man kann nicht auf dem Besen sein. Ich werde mal die Attacke machen, aber wird halt... Ja, diese Steinattacke, die eben so OP war, die macht gar keinen Schaden mehr. Es lohnt sich gar nicht, die mehr zu machen eigentlich. Dafür müssen wir dreimal einen Stein auf den Gegner werfen, dass er kaputt geht. Ja, wir können es parallel machen. Wir können einfach zwei angreifen. Guck mal, jetzt das dritte Mal werfe ich den Stein auf ihn. So. Ich werde direkt weiter hier. Wenn wir 10 Stück ausgeschaltet haben. Oh, da kriegen wir eine Belohnung. Deine Mana und Gesundheit wurde erhöht. Ah, okay. Das ist logisch. Das ist logisch. Das ist logisch. Okay, alles her hier. Und hier, den können wir nochmal das hier auf den werfen. Und den können wir den Tornado machen. Ich muss sagen, den Unterschied, ja, zwischen den neuen Zauberstab ist jetzt nicht so groß. Wir hätten halt die mythischen gebraucht. Ich glaube, der mythische wäre Gamechanger gewesen. Schade eigentlich. Oh Gott, was sind das denn hier für... Oh, Bro, hier sind nochmal Pros hier hinten. Das ist auch sehr interessant zu sehen. Ja, zack. Da hinten sind nochmal stärkere Farmer. Wir müssen aber noch 3 von denen hier machen. Und das hier, den noch. Und dann haben wir es eigentlich. Hier noch einmal den Tornado rauf. Hier machen wir jetzt noch einmal einen Stein raufwerfen. Boom. Tschüssi. Boah, wir haben ja 50.000 Münzen. Und, ach, einer fehlt noch. Okay, dann nehmen wir den auch noch hoch hier. Hier schnell. Ich kann gleich halt nochmal upgraden. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir stärker werden. Und ich fliege einmal hier durch, weil dann können wir alles einmal auffüllen. So, zack. Haben wir einmal alles aufgefüllt. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier in den Upgrade rein und machen mehr Schaden. Ja, mehr Schaden ist, glaube ich, gut. Kommen wir halt auch schneller voran. Drückt die Daumen. Mythisch, 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 mythisch. Mann, ey. Wir haben wieder den schlechtesten bekommen. Och, Menno. Was hast du noch eine Quest für mich? Wir müssen jetzt ausschalten. Besiege 7 Herbstzauberer. Das sind die stärksten hier aus der Welt. Und ich muss, glaube ich, mal... Oh Gott, guck mal, die haben 2000 Leben. Was? Alter, Leute. Die brauchen richtig viel. Guck mal, hier viel die brauchen. Also die sind schon echt ein bisschen stärker. Bro, wie viel halten die aus, hä? Ist ja voll unreal. Geh schon auf den hier einmal. So, den ersten Herbstzauberer haben wir gleich durch hier. Und auf den kommt nochmal der Tornado. Schnell, schnell, Tornado, schnell, bevor er mich angreift. Und die machen auch gut Schaden, müssen wir aufpassen. Ja, greif ihn nochmal an. Zack, geht doch. Boah, ich brauche aber aus dem Shop wieder was. Und zwar, wir holen uns nochmal doppelte Münzen und doppelten Schaden.
Ich glaube, deswegen hat das uns gefehlt. Der doppelte Schaden hat gefehlt. Oh, komm, 149. Ey, das ist auch echt frech. Also die Boosts hier sind auch wirklich sehr teuer. So, und Inventar. Was haben wir da bekommen? Haben wir irgendwas bekommen im Inventar? Nee. Nee, besten Dings haben wir ausgerüstet. Vielleicht jetzt One-Hit? Ich bin gespannt. Jetzt müssen wir einen One-Hit wieder machen. Ja, guckt euch das an. Ey, doppelter Schaden. Das kostet halt viel Kohle, aber es ist halt OP, ne? Oh, den wieder One-Hit. Du kriegst den Stein wieder ab. Boom. Level 19. Bereit für den nächsten Boss. Ach, das ist ein Noob-Farmer. Mist, falsch angegriffen. Oh, zack, du kriegst mal hier Steinchen ab. Ey, wie viel hält der denn aus? Eine Nervensäge. Nimm das. Du nimmst das. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch einen gleich. Der ist auch weg, ausgeschaltet. Wir sind halt schon Level 20 jetzt. Guck mal, Level 20 sind wir noch gar nicht. Wir sind Level 19. Ich hoffe, großer Barmer, Leute. Das wird unser Gegner sein, den wir angreifen müssen. Okay, er sieht auf jeden Fall ziemlich heftig aus. Das ist der Farmer, Leute. Das ist der Farmermeister hier. Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal Level 20. Dafür müssen wir eh nicht mehr viel machen. Da brauchen wir hier nur noch die Paulberger ausschalten. Und wir können gleich nochmal einen neuen Zauberstab holen. So, wir warten hier. So, noch den Gegner und den Gegner sind wir Level 20. So, tschüssi. Zack, sag ich ja, Level 20. Ja, wir können ja eigentlich nochmal schnell den Tornado machen. Dann war es nämlich schnell gewesen. Und wir können jetzt dreimal die Zauberkiste aufmachen. Let's go. So, wir gehen schnell einmal zurück. Aus dem Weg hier. Stanibani mit seinem Besen. Muss... Oh Gott, guck mal, was man die denn hier? Also der hat das neue Schild, probiert er gerade aus. Besiege 5 Noob-Zauberer. Ah, okay, jetzt fängt das wieder von vorne an, die Quest. Aber wir gehen jetzt eh in die nächste... Ja, ey, Bro, bitte gib mir doch mal was. Ich habe doch Lack alles durchgekauft. Gib mir doch mal... Ja, ich krieg halt eine schlechte Stäbe. Es ist halt nicht verständlich. Ja, Bro, das sind die schlechtesten Stäbe, die wir überhaupt bekommen haben. Super. Ja, holen wir uns nochmal ein paar Upgrades. Lauftempo. Juwelen. So, top. Obwohl, Juwelen, sage ich auch ehrlich, ich muss einmal nochmal kurz Full Leben holen. Wir gehen jetzt nämlich in die Welt rein. Ja, aus dem Weg hier einmal. Wir gehen jetzt zum Boss. Stanibani würde ihn hochnehmen. Ich muss aber sagen, der Simulator ist sehr langsam, obwohl wir halt alles durchgekauft haben, was ging, ne? Muss man halt auch sehen. Oh, guck mal hier, 8000 Lebenspunkte. Ich glaube, der wird ganz schnell weg sein. Ah, guck mal hier, 8000, was... Bro, der Tornado macht übelst viel. Der Tornado ist halt wirklich zu stark, die Attacke. Komm, gib mir danach mal eine neue Attacke, bitte. Ich hoffe, weil dieses Stein-Dings ist Müll. So, schnell nochmal angreifen hier. Das war, glaube ich, jetzt das letzte Mal Tornado und dann, ja, auf Wiedersehen. Großer Bauer, auf Wiedersehen, das war's mit dir. Und du hast mich nicht einmal getroffen. Oh mein Gott, wir haben einen neuen Skill bekommen. Eine Minigun? Was? Nein. Freunde, wir haben einen neuen Zauber bekommen. Die Minigun. Bro, der ist... Der macht 700 Damage. Die Minigun. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Die Minigun. Was? 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 Der war One-Hit gewesen? Okay. Ich habe noch nicht mal gesehen, was der gemacht hat mit der Minigun. Guck mal hier. Der schießt aus dem Zauberstab raus. Und nimmt hier anderes hoch. Hä? Das ist ja voll OP. Und hier gibt es sogar noch einen Zauber-Upgrader. Gucken wir mal, kann man hier rein? Ich guck mal hier. Hey, was kann man hier machen? Zauber? Hallo? Geh doch rein hier. Hey, da passiert... Ach, soon kommt das. Das ist wahrscheinlich ein Zauberstab-Upgrader. Und oh mein Gott, Leute, das kostet 150.000. Oh, guckt euch mal den Zauberstab an. Leute, wenn ihr wollt, dass wir uns den Zauberstab in der nächsten Folge holen, lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.